Ja, legen wir direkt los. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen Düsseldorf. Ich darf die beiden Trainer recht herzlich begrüßen. Und der Gast hat das erste Wort, ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank. Ich fange vorne an. Wir als Fortuna sind mit sehr viel Respekt nach Fürth gefahren. Die letzten Ergebnisse auch hier und auch die Spiele für uns als Fortuna immer sehr, sehr herausfordernd gewesen. Wir haben das bekommen auch von Beginn an, was wir erwartet haben. Also in Form von dieser Intensität, dieser Gier, dieses hohe Attackieren. Und war, glaube ich, offensichtlich, was unsere Idee war, wenn wir das Pressing halt nicht fußballerisch lösen können, dann versuchen wir es mal mit dem tiefen Ball. Deswegen auch die Fantasie, unsere schnellsten Spieler dann auf den Platz in die vorderste Linie zu bringen. Ich fand, das ist uns ein, zwei Mal gut gelungen. Hatten ganz gute Chancen auch dadurch, wenn ich an Jona Nimic denke. Wobei das ja eher ein Ballverlust beim Gegner war, ein Umschalten von David und dann angespielt. Mussten viel auch aushalten, aber aushalten in Form von Ballbesitz beim Gegner, gute Spielkontrolle beim Gegner, aber Kontrolle letzten 20 Meter vor unserem Tor waren da vielleicht auch gegeben, auch wenn der eine oder andere Ball reinflog in unsere Box, fand ich trotzdem, dass wir sehr, sehr gut verteidigt haben, die Bälle verteidigt haben und haben dann, glaube ich, ein wenig Glück gehabt mit unserem ersten Moment, wo wir wirklich mal richtig gut Fußball gespielt haben, als wir in Führung gegangen sind, Ausgleich postwendend, denke auch verdient. Zweite Halbzeit, fand ich, sind wir gut aus der Kabine gekommen, haben gut Fußball gespielt. Im Laufe des Spiels dann führte auch wieder mehr Kontrolle übernommen. Und am Ende des Tages kommen wir wahrscheinlich zu den kribbeligen Minuten. Und das waren dann die letzten. Vorab die Chance von Nicolas Gavoury, ich glaube, deutlich einfacher als den Ball aus 11 Metern aufs Tor zu schießen. Den dann drüber zu hauen, war natürlich für uns schon eine Schrecksekunde. Und dann cool, dass wir das Spiel noch gewinnen durften, das Spiel gewonnen haben, war jetzt gefühlt für mich eher ein Unentschieden. Hatte jetzt nicht mehr erwartet, dass hinten raus nochmal dieser wirklich Lucky Punch dann kommt. Und ganz offen, bevor die Frage kommt, also Elfmetersituation kann ich nicht bewerten, weil ich sie nicht gesehen habe und nur auf dem Platz im Live-Moment erlebt habe. Und deswegen freuen wir uns, dass wir vielleicht dann diese Serie brechen konnten. Aber es ist mir eigentlich eher zweitrangig wichtig, dass wir für mich bei einer richtig, richtig guten Mannschaft dann das Glück haben, mit 3 Punkten nach Hause zu fahren. Dankeschön. Danke. Alex? Ja, ich habe ein gutes Spiel von uns heute gesehen. Ja, nach den wenig intensiven Spielen zuletzt, nach den Spielen gegen Elversberg zu Hause. Und in Braunschweig waren wir wieder dort, wo wir einfach sein wollen, ja, wo wir der Zuschauer mitnehmen wollen. Das ist uns gelungen. Ja, es war eine gute Stimmung im Stadion. Wir haben mit einer guten Intensität gespielt, hatten, wie es Daniel auch gesagt hat, vielleicht in den letzten 20 Metern nicht ganz so die Gefahr, aber hatten auch 3 Abschlüsse, einer von links, 2 von rechts, die dann knapp am Pfosten vorbei sind. Ja, das ist eigentlich auch mit einer Spezialität von uns. Wir sind eigentlich von außerhalb vom 16er relativ torgefährlich. Das konnte man da halt nicht so zeigen. Aber insgesamt war ich total fein mit der Performance von den Jungs. Sie haben sehr, sehr gut wegverteidigt. Auch die Dreierkette hat ein außergewöhnlich gutes Spiel gemacht mit der Unterstützung vom Nacho dahinter. Haben dann einmal gepennt, auch in der Absicherung hinterm Druck. Und mit dem Chipball dann uns vom Gegner weglöst, aber haben schnell darauf reagiert. Zweite Halbzeit haben wir ein bisschen gebraucht, war dann aber wieder gut im Spiel. Haben leider die Wechsel haben nicht so griffen, wie wir es uns vorgestellt haben. Das war dann auch klar, wenn wir mit der Intensität spielen, dass wir die Qualitäten von der Bank brauchen. Ja, da brauchen die Jungs noch ein bisschen, bis sie das alles total verstehen, bis sie auch verstehen, in welche Räume wir eigentlich wen wie anspielen wollen. Und dann die Abschlusssituation. Ich habe es gesehen und es geht nicht. Du kannst diesen Elfmeter in keiner Welt geben. Ja, in keiner Schiedsrichterwelt und in keiner Spielerwelt und in keiner Trainerwelt. Das geht nicht. Ja, es sei denn, du hast es vor, den Elfmeter zu geben. Ihr Schatzkreis, es wäre noch ein Kontakt unten von Gidi, da war weit und breit kein Kontakt. Ja, wir haben gegen Elversberg, glaube ich, eine ähnliche Situation. Mit dem gleichen War, wo wir auch einen Elfmeter kriegen, das geht nicht. Ja, so kannst du dich auch abseits vom Platz nicht verhalten. Ich bin danach hin, habe ihn eigentlich mit dem Hals, aber trotzdem die Hand gegeben und habe zu ihm gesagt, wir arbeiten die ganze Woche. Dann bringst du bitte auch deine beste Leistung, dann wollte man Gelb-Rot geben. Ja, also wenn es so weit in der Zwischenzeit ist, ja, dass man selbst das körperloseste Spiel, das es wahrscheinlich gibt im Mannschaftssport, Basketball, ja, da steht ein Trainer irgendwann mal so draußen. Ja, wenn jetzt in der Zwischenzeit sofort eine Reaktion kommt und sofort gelb, dann wird es eine Horrorsaison. Ja, man erwartet immer Respekt, aber Respekt ist keine Einbahnstraße und da muss man deutlich ansetzen. Ja, egal,
Das ist eigentlich sehr bitter, ja, dass wir dadurch das Spiel verloren haben. Mit einem guten Auftritt und das wird uns eigentlich auch in Richtung Magdeburg jetzt helfen, aber auch notwendig sein. Danach haben wir die Länderspielpause und dann kommt das Derby. Und auf das fokussieren wir jetzt auf die Spiele in der Reihenfolge. Dankeschön. Glückwunsch natürlich auch nochmal Daniel und der Fortuna zum Sieg. Vielen Dank. Danke an die Trainer. Zeit für die Fragen von euch. Michael Fischer, Fütter Nachrichten. Herr Zorniger, Sie haben in der ersten Halbzeit schon eine kleine Auseinandersetzung gehabt, haben Sie gerade schon erwähnt. Ist da irgendwas gefallen? Aber tatsächlich einfach nur Ihr Aufregen über die Situation, der Grund für die gelbe Karte, weil der hätte noch mehr nach sich gezogen und hat dann mal einen Platz verweist für Rashid Asusi. Klar, ja. Also ich stehe von außen so. Von mir aus kann ich in der Zwischenzeit sagen, ja, das ist ja immer das Allerwichtigste, das ist respektlos. Ja, dann kriegst du gelbe Karte, dann werden wahrscheinlich viele Trainer mehr gelbe Karte haben als viele Spieler. Ja, aber das geht nicht. Ja, wir haben mit dem Schiedsrichter auch eine Abmachung gesprochen, dass man gesagt, wir wollen, dass wir einen besseren Eindruck wieder nach außen machen. Aber wir sind immer noch Fußballer. Ja, es ist immer noch wahrscheinlich das emotionalste Spiel, das du hast. Und das geht nicht, dass wir mit dem Ruhepuls, den die Schiedsrichter haben, agieren. Das geht nicht. Ja. Und vor allem dann auch noch körperlich zum Schluss gegen Funktionären, das geht ja gar nicht. Ja, also was sich da der Herr Jöllenbeck, der immerhin Erstligaschiedsrichter ist, gedacht hat, das würde mich mal interessieren. Aber hundertprozentig die Rückendeckung von den Schiedsrichtern wird wieder eindeutig sein. Ja. Okay. Es gibt sehr viele gute. Ja, aber wir müssen wieder einen besseren, respektvolleren Umgang kriegen. Ja, und da bin ich mit dabei, aber das ist keine Einbahnstraße. Das geht nicht. Ja. Sie haben gerade schon gesagt, Ihre Mannschaft war deutlich verbessert, war auch in allen läuferischen Bereichen verbessert, war nah wieder an diesen 120 Kilometern. Ich glaube, 200 Meter haben gefehlt zu diesen 120 Kilometern, die Sie immer gerne sehen. Können Sie das Positive schon mitnehmen jetzt oder müssen Sie erstmal Nacht drüber schlafen und alles andere verdauen, was heute noch drumherum passiert ist? Nacht drüber schlafen wird es noch schlimmer machen, hundertprozentig. Morgen früh wird es sich noch schlechter anfühlen. Aber es ist einfach wieder, das war jetzt der Fußball, den wir dieses Jahr auch schon gehabt haben, ja, zweite Halbzeit Regensburg, ganz intensiv, den wir gegen Paderborn auch auf den Platz gebracht haben. Den wir auf dem Betzeberg Platz gebracht haben. Aber es ist klar, ja, dass es nicht, wir können nicht sagen, das machen wir jetzt mal gegen den Tabellenführer. Und dann nächste Woche gegen Magdeburg, wo uns einiges bevorsteht in Bezug auf Spielaufbau und wie die mit dem Ball umgehen, da müssen wir das Gleiche natürlich wieder auf den Platz bringen. Aber dass die Jungs nicht, gerade eben niedergeschlagen sind und auch stinkesauer, ja, auf die Entscheidung, das kann ich total nachvollziehen. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann den Michael nochmal. Eine letzte Frage. Sie nach dem Spiel zu Reno Münz hin. Was haben Sie ihm gesagt? Weil in der Situation sah es so aus, als wäre er ausgerutscht vor dem 1-2 an der Seitenlinie. Beim falschen Einwurf auch. Und bei den zwei Kontakten davor auch. 18-Jähriger. Ja, alles gut. Aber das ist zweite Liga. Das ist absoluter Männerfußball. Da muss ich total drauf fokussiert sein, was jetzt gefordert ist, wenn ich auf den Platz komme. Wir können uns das nicht erlauben. Ja, wir sind keine pädagogische Hilfstruppe, ja, wo man die Junge reinschmeißt. Ja, man schmeißt sie rein, aber immer Voraussetzung Leistung. Und das muss er so mitnehmen. Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Dann den Gästen einen angenehmen Nachhauseweg und allen schönen Start ins Wochenende trotzdem. Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank.